Hallo. Heute ist der 30. September, so 14 Uhr nachmittags im Jahre 2019. Hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag. Heute der letzte Tag im September. Dann fängt Oktober an. Hallo Tanja. Hallo Peter. Hallo Stefan. Alexander. Hans. Carina, hallo. Mario, hallo. Beate, hallo. Felix, hallo. Hast super aufgelegt, auf der Peace World Parade. Jana, hallo, ihr Lieben. Hallo. Ja, lasst uns noch mal gespaltene Visionen, was bedeutet das? Ihr wisst ja, die UN-Vollversammlung war letzte Woche. Hi, ihr Lieben. Die UN-Vollversammlung war letzte Woche und da hat natürlich so gut wie jeder für sein Land gesprochen. Und ich kann euch nur empfehlen, da mal Boris Johnsons Ansprache anzuschauen. Boris Johnson, hallo, guten Abend, 14 Uhr, ja, es ist dunkel, aber zwischendurch kommt auch das Licht. Ich werde heute nicht so lange machen. Здравствуйте. Все хорошо? Sergei, Elke, hallo. Ja, also die UN hat sich getroffen. Ich weiß nicht, ob es an euch vorbeigegangen ist. Es war ja nicht nur, wisst ihr, alle reden über Greta, ne? Also Greta war auch da und hat halt totale Panik geschoben und hatte eine dramaturgische Rede gehalten, aber sie war ja nicht wirklich das wirklich Wichtige. Das wirklich Wichtige waren ja eigentlich die Abgeordneten der Länder. Also es waren ja nicht alles Präsidenten da, sondern auch unser Innenminister Maas. Also es tut mir wirklich leid, aber wenn man den Maas hört, also er hätte gut in früher, ich sag einfach nur früher, reingepasst. Damals sozusagen. Damals hätte er super reingepasst, ja. Auch mit seinen Worten, die er da geschwungen hat vor dem UN-Parlament. UN, das ist ja kein Parlament, das ist in New York da und da treffen sich alle. So, ich werde wieder rauchen, ne, um diskriminiert zu werden. Ich stehe drauf. Ah, heute schöne, das war eine lässige Antwort, die hier unser Essen auf Rädern dem Ralf gegeben hat. Eine lässige Antwort, die hier unser Essen auf Rädern dem Ralf gegeben hat. Muss ich mir nochmal erklären. Peter Greta will jetzt eine Death Metal Band gründen. Ach, Peter, also wie gesagt, also die Hauptperson war nicht die Greta. Nochmal, um das Bewusstsein nochmal ein bisschen zu schütteln und zu rütteln und alles wieder gerade zu rücken. Also es gab eine UN-Vollversammlung, die total wichtig ist, die findet jedes Jahr statt. So, die war jetzt, die Greta war zwar auch da, aber wen hat das interessiert? Sie hat ja alle auf ihrer Seite. Also ich meine, die UN hat applaudiert nach ihrer dramaturgischen Rede und auch alle anderen applaudieren, egal wohin sie hingeht. Sie geht nach Davos, zu den Leuten, die sich da um Geld und Sicherheit und so kümmern für uns. Und sie geht ins EU-Parlament, sie geht zur UN. Sie geht also überall hin und hat jetzt auch einen Preis bekommen, noch einen Preis bekommen, die sammelt. Also ich glaube, sie ist inzwischen schon, sie müsste eigentlich irgendwo da liegen, wo die meiste, ich weiß nicht, vielleicht kommt sie ins Guinness-Buch der Rekorde mit Preisen und Auszeichnungen. Wir werden sehen. Sie ist ja noch recht jung, vielleicht kommt sie da auf jeden Fall noch rein. Auf jeden Fall, alle applaudieren ihr zu. Das müsste sie doch ein bisschen wundern. Also, dass die UN-Leute applaudieren, die Wirtschaftsleute applaudieren, die Finanzelite applaudiert, die Ölindustrie applaudiert, die Frau Merkel sogar applaudiert. Also, alle finden die Kleine toll, das ist ja schön. Nur was bewirkt das, wenn sie alle toll finden? Was zum Kuckuck soll das bewirken? Also soll das eine Veränderung bringen oder einfach nur, oh, endlich ein Mädchen, das uns ein bisschen ablenkt? Keine Ahnung. Marion, hallo und nochmals einen dicken Lob für ein wundervolles Lied, Magie. Oh, Magie, ja, also gehört jetzt nicht zum Thema, aber das Lied. Leider habe ich irgendwie auf YouTube alles hochgeladen und die Qualität der Musik ist echt nicht gut. Ich glaube, ich muss es nochmal runter tun und nochmal hoch.
Weil die Qualität ist nicht gut. Ich habe gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich was auf YouTube hochlade, die Soundqualität schlechter wird. Ist ja klar. Die wollen ja Geld machen. Völlig egal. Also, wenn ihr euch das Lied Magie anhören wollt, dann bitte auf hearthis.at. Das ist eine österreichische Plattform für Musik. Weil ich bin zwar auch noch auf SoundCloud, aber SoundCloud will ich nicht mehr nutzen, weil da so viel Werbung ist. Und hearthis.at ist keine Werbung und die lassen mich in Ruhe. Ich will damit nichts mehr haben. Das ist wie eine Vergewaltigung, solche komischen Werbungen. Also eine mentale Vergewaltigung. Du guckst dir irgendwas gerade an. Auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr auf YouTube manchmal Vorträge hört oder sowas oder Dokumentarfilme und auf einmal kommt die Werbung. Erstens ist die lauter und dann kommt immer mehr Werbung in letzter Zeit. Oh, ich bin gerade live. Moment, mein Mann ist nach Hause gekommen. Der wusste das ja nicht. Ich glaube, dann gehe ich in die Küche, oder? Weil ich gerade live bin. Oder ich mache mal ganz kurz. Ja, dann muss ich mich jetzt mal gleich um meinen Mann kümmern hier. Der ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Dann wird das heute ziemlich kurz. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, guckt euch doch bitte einfach die UN-Reden an von Donald Trump. Der Donald Trump hat gesagt, es ist, die Globalisierung ist vorbei. Ja, Globalisierung ist vorbei und die Patriotismus ist wieder voll angesagt. Unser Herr Maas jedoch hat gesagt, also die Nationen sind vorbei, deswegen habe ich gesagt, gespaltene Vision. Also der Herr Maas, der Innenminister von Deutschland, war dort und hat das also gesprochen. Und da hat er gesagt, also die Zeit des Alleingangs, also der Nationalstaaten ist vorbei. Und der Herr Trump wiederum hat gesagt, die Zeit der Globalisierung ist vorbei, jetzt ist die Zeit der Patrioten, der patriotischen Länder. So, okay. Kann man jetzt denken, okay, wer ist Deutschland, wer ist Herr Maas und wer ist Trump und wer ist Amerika? Ne? Ich finde es ehrlich gesagt gut, wenn ein amerikanischer Präsident, egal ob das jetzt Trump ist oder nicht, wenn ein amerikanischer Präsident sagt, die Globalisierung ist vorbei, dann, ach, dann finde ich das gut erstmal. Wenn aber jetzt ein Herr Maas, ein Innenminister, der, weiß auch nicht, wie der da hingekommen ist, hat wahrscheinlich bei einer Bank gearbeitet. Oder gelernt oder Betriebswirtschaft. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht recherchiert, aber er sieht so aus und er gehört dazu irgendwie. Und er redet jetzt aber, nein, es muss eine so eine Art Weltregierung geben. Erstmal geht es ihm um die EU, um die Vereinigten Staaten von Europa. Und auch die Frau von der Leyen hat ja auch gesagt, also es wird jetzt noch mehr von der EU bestimmt auf Deutschland. Und das ist diese Gespaltenheit. Das ist die Gespaltenheit. Ja, ich kann auch in die Küche gehen, David. Ja, dann nehme ich euch jetzt mal mit in die Küche. Ich hoffe, ich habe noch genug Batterie. Wie viel habe ich ja? Ich nehme euch einfach mal mit in die Küche, damit ich hier meinen Mann nicht störe. Ach, dann muss ich aber meinen Computer auch mitnehmen, das ist ja blöd. Habt ein bisschen Geduld. Ich ziehe jetzt um. Ich ziehe jetzt in die Küche um. Schnell öffnen. So, gehen wir mal in die Küche, dann stöpsel ich mich hier wieder überall ein. Ganz schön dunkel geworden draußen. So, da sind wir wieder. Jetzt mache ich nur meinen Computer auf, weil ihr wisst ja, ich habe einen Nachrichtenkanal auf Telegram. So. Und da habe ich ja gesagt, ich versuche so einmal die Woche eine Zusammenfassung zu machen. Jetzt muss ich erstmal meinen Computer wieder anmachen. So. Eine Zusammenfassung zu machen.
was so gewesen ist letzte Woche. Und wie gesagt, bitte, also wer jetzt politisch interessiert ist und was so passiert auf der Welt, das solltet ihr, also dann kann ich euch nur mal den Tipp geben, dass ihr einfach mal die UN-Reden an euch anhört. Ich mache, es ist zu hell. So ist zu hell. Die UN-Reden anhören, weil das ist doch sehr interessant, was so die Welt denkt. Ja? Und die Welt denkt nicht, was Deutschland denkt. Also nicht, dass die Propaganda, die wir bekommen im Fernseher oder wer das überhaupt noch guckt, ich weiß nicht, ich gucke das schon seit vielen Jahren nicht. Ich habe eigentlich nie wirklich Fernsehen geguckt. Vielleicht bin ich deswegen so. Ah, aber nein, da kann ich euch gleich mal eine Sache sagen. Sie haben herausgefunden, dass wenn man Cannabis zu sich nimmt, dass man da schwerer indoktrinierbar ist und für Mind Control nicht zugänglich ist. Also auch schlecht für Hypnosen und so. Also fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Fernsehen geguckt habe und das an mir abgeprallt ist, so diese Doktrin, die hier herrscht. Ah, jetzt verwende ich wieder so Worte. Regime, Doktrin und so. Ja, naja, also die das über andere verwenden, kann man auch ruhig die so nennen. Ne? Und die allerwichtigste Rede finde ich jetzt. Man kann halten, was man will von Boris Johnson aus England. Das sieht ja aus wie der kleine Bruder von Trump. Der hat für mich eine der interessantesten und wichtigsten, zurzeit wichtigsten Reden gehalten. Auch wenn ihr das nicht glaubt, aber ihr solltet das tun. Ich habe vorhin versucht zu googeln, ob es diese Boris Johnson-Rede der UN irgendwo auf Deutsch gibt. Aber Deutschland interessiert sich nicht für Reden von anderen Präsidenten und schon gar nicht von einem Boris Johnson. Ne, weil man hat ja auch erkannt, wie der Herr Klaus Kleber jetzt den Herrn Kurz interviewt hat. Ne? Ihr müsst euch das angucken, wie der den Herrn Kurz aus Österreich, der wurde ja jetzt wieder gewählt mit, ich glaube, über 38% mit seiner Partei und er ist wieder halt als wieder Bundeskanzler geworden in Österreich und der Herr Kleber vom ZDF hat ihn interviewt und hat so gesagt, also ihr müsst euch das mal angucken. Es ist ja also die meisten in Europa, wie Holland oder Benelux-Länder oder Frankreich oder Deutschland, würden ja nicht hoffen, dass er wieder mit der FPÖ da zusammengeht und also mit den Rechtspopulisten, wie sie genannt werden. Und da habe ich gedacht, also was stellt der denn für eine Frage? Und meinte zu ihm, was sagen Sie denn dazu? Dann sagte der Kurz, also nein, da achtet er nicht drauf. Er geht jetzt erstmal und spricht mit allen. Und also der Herr Kleber, der ist ja voll indoktriniert. Sowas brauchen wir nicht gut, das ist ein Staatsfernsehen. Ja, es soll eigentlich uns gehören, uns Bürgern. Es ist aber eigentlich, es ist einfach nicht das, was es ist. Ne? Es wird einfach nur gezeigt, was gezeigt werden soll. Also der Boris Johnson. Weiß ich nicht, ob der gezeigt wurde im Fernsehen mit seiner Rede, aber der hat die beste Rede gehalten und ich habe ja viele Freunde von mir, die Aufklärung über 5G machen. Und er hat erklärt, was für Gefahren hinter 5G stecken. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es ganz wichtig, dass man über diese Gefahren spricht in der Gesellschaft. Danke übrigens, dass ihr immer so schön teilt, weil ich bin irgendwie mit meinen Aufrufen immer noch sehr niedrig und nach so vielen Jahren und obwohl ich auf vier verschiedenen Plattformen auch Moderationen mache und so weiter, ich bleibe ganz niedrig. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin vielen eher unangenehm oder so, ne, weil ich halt keine Seite vertrete und die sich bei mir nicht wiederfinden. Also da könnt ihr eigentlich nur davon ausgehen, dass wenn ihr bei mir reinguckt, dass ihr auch ziemlich in eurer Mitte seid und auch keine Seiten bedient. Ich bediene keine Seiten und das ist vielleicht auch der Grund.
warum ich so niedrig bin. Aber ich werde auch Schatten gebannt, Shadow gebannt. Also ich lasse einfach mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob man das dann hört, den Boris Johnson auf Englisch jetzt mal reden. Ich weiß, dass manche kein Englisch verstehen. Ich bin ja immer traurig. Ich kann ja auch nicht alles übersetzen und auch unsere ganze Szene kann nicht alles übersetzen. Es ist schade, dass die Journalisten nicht ihre Arbeit tätigen. Ja? Also ich hab Boris Johnsons Rede nicht, die ganze Rede nicht auf Deutsch gefunden, auch nicht mit Untertitel. Keine Ahnung, vielleicht ist sie ja irgendwo, vielleicht bei RT Deutsch oder sowas. Wenn ihr das habt, bitte macht mir das mal rein, weil ich denke, es ist wichtig. Ich habe die ja verstanden, die Rede, dass die anderen einfach die Rede von Boris Johnson über was 5G und was die, vor allem die Technologisierung der Zukunft, die Technokratisierung sozusagen der Zukunft auch bringen wird. Denn ja, genau, Peter, genau. Der Carsten bedient auch keine Seite und, aber der hat viele, viele Zuschauer, viele. Er benennt sich aber selber als Patriot so. Und ich bin eher so ein Weltpatriot, okay? Gebt mir den Stempel und die Schublade Weltpatriot. Damit bin ich einverstanden. Ne? Also ich bin stolz auf unser Leben, auf das Leben, das allgemeine Leben. Ja, das ist okay. Mir bist du nicht unangenehm. Remember, mehr als 2000 Schallplatten verkauft, spielt für Idioten. Naja, ich habe mich auch da nie verkauft. Ist auch gut so, ist auch gut so. Also ich spiele dir mal ab, den Boris Johnson, nur eine kleine Sequenz, sodass ihr so ein bisschen die Ahnung habt, von was der Mann redet. Und ich sage euch eins, die Technik hat die Politik total im Griff. Und das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich, da müsst ihr mal ein bisschen darüber nachdenken. Weltpatriot, wow. Ja, wie schön. Ja, na so, na, wenn jemand sagt, ey, was bist du, rechts, links, dann sagst du, ey, ich bin Weltpatriot. Und dann musst du ja erstmal nachdenken, die Synapsen gehen dann wieder zusammen und denken, oh, kenne ich nicht das Wort, was ist das? Wir müssen eh neue Worte kreieren, denn die sind alle schon benutzt und misshandelt worden. Die meisten Worte sind misshandelt worden, das wisst ihr. So, also hören wir mal dem Herrn Boris Johnson zu oder ich drehe mal die Kamera um, dann könnt ihr den auch noch sehen dabei. Ich meine, was ich von ihm halte, das ist eigentlich total egal, weil diese Präsidenten kommen und gehen. Ja, die kommen und gehen und die Theresa May ist Gott sei Dank weg, weil die war schlimm, die Thatcher war auch schlimm und der vorher war ja auch schlimm, der wie Blair, oh Gott, der war auch schlimm. Also der Boris Johnson ist jetzt schon mal also ganz neu Präsident und hat vielleicht doch auch mal gute Ideen, auch wenn er, wisst ihr, jetzt ist die Zeit da, wo sie sich nicht mehr so anpassen und der Boris Johnson arbeitet ja Hand in Hand mit Trump, nicht vergessen. Die beiden sind sich nicht nur ähnlich äußerlich, sondern auch haben viel Gemeinsamkeiten. Während der eine also bei der UN spricht, der Trump von Globalisierung ist vorbei, spricht auch Herr Boris Johnson, dass das für die Zukunft auch technisch nicht kommen sollte, diese globalisierte Technologie mit 5G weltweit. Also das sind verschiedene Ebenen, aber im Endeffekt ist es die ganze Globalisierung, weil es zwingt ja alle Menschen in dieses System hinein. Wollen wir das? Wer zwingt uns denn da eigentlich rein? Ist es nicht die Technik oder sind das die Präsidenten? Denk mal drüber nach, weil wir machen die immer so schlecht, aber ich glaube, da muss man mal ein bisschen dahinter gucken. Manche sagen auch, das ist Deep State oder was, aber sind auch die technologischen Sachen, die da stattfinden. So, dann drehe ich jetzt mal um und dann mache ich hier mal an. Dann kann ich nämlich rauchen währenddessen, genau, damit ihr es nicht seht. Not in their chips or in their innards, nowhere you can find it, but in some great cloud of data that lowers ever more oppressively. How or when the precipitation will take place. And every day that we tap on our phones or work on our iPads, as I see some of you are doing now, decide whether or not we are eligible or medicines we should receive. Are we Ah, ich mache noch mal zurück, weil ich bin unterbrochen worden hier das Netz. Moment. Of hydrocarbons, data is the crude oil of the modern economy. And we're now in an environment where we don't know who should own these new oil. We don't know who should have the rights or the title to these gushers of cash, and we don't know who decides.
Should the machines, and only the machines, decide whether or not we are eligible for a mortgage or insurance or what surgery or medicines we should receive? Are we doomed to a cold and heartless future in which computer says yes or computer says no, with the grim finality of an emperor in the arena? How do you plead with an algorithm? How do you get it to see extenuating circumstances? And how do we know that the machines have not been insidiously programmed to fool us or even to cheat us? Okay. Ich denke mal, das reicht erstmal. Also, das ist ein Ausschnitt davon. Und er hat eine sehr, sehr lange Rede gehalten, die ich sehr gut fand. Ich persönlich, ich meine, Sympathie oder nicht, sympathisch ist der mir nicht, der Boris Johnson. Er sieht ein bisschen auch aus, als wäre er auch leicht autistisch so. Und ich traue den immer so ein bisschen, die so ein bisschen auch der Greta, weil die ist ja auf ihrem Film leider halt falsch indoktriniert. Aber er hat verstanden, dass 5G bedeutet für uns, dass wir komplett abhängig sind, dass die uns belügen und betrügen können, ohne dass wir es jemals wissen, weil es halt nicht geht. Er fragt sich auch, wer denn da das Sagen hat weltweit dann, dass wir im Endeffekt, dass es ein Angriff auf die Menschlichkeit ist. So sehe ich das nämlich auch. Also eine tolle Rede und für alle 5G, Anti-5G oder 5G-Aufklärer, sagen wir mal so, für alle 5G-Aufklärer ist da diese Rede von Boris Johnson absolut wichtig, dass man die auch teilt. Denn wir haben wenigstens einen Präsidenten, der das verstanden hat, was hier passiert. Ich glaube, es sind mehrere. Ich glaube nicht, dass die Frau Merkel irgendwas versteht davon und dass sie ja auch Neuling ist im Internet und so und dass sie sowieso bald abtritt. Deswegen ist es halt schlimm. Aber also ihr solltet euch die Reden anhören von den UN-Präsidenten. Sehr interessant. Ich habe auch mehrere mir angehört, um einfach auch weltweit zu verstehen, weil Pakistan und Indien zum Beispiel, auch interessant, wenn man wissen will, dann sollte man sich dieses mal anhören, vom pakistanischen Präsidenten, das habe ich mir auch angehört. Macht das einfach, dann habt ihr so einen guten Überblick, dauert zwar immer, die Reden dauern relativ lang, der Trump hat super lang geredet, ich glaube 45 Minuten oder 50, weiß gar nicht, ob man das darf, aber der macht sowieso, was er will. Finde ich ganz sympathisch, dass er halt einfach, ne, an der Greta auch vorbeigeht. Ja, ihr könnt euch das Video später anschauen. Ich werde das ja immer wieder hochladen, auch auf YouTube mache ich ja immer, damit man auch das in andere soziale Netzwerke verteilen kann. Dann reden viele, ich habe da einen guten Artikel gefunden im Feuilleton von NCZ der Schweiz. So wird uns künstliche Intelligenz zum Glück verführen oder zwingen. Also das ist jetzt die Überschrift, könnt ihr googeln oder bei mir beim Telegram-Kanal, Nachrichtenkanal anschauen. Also so wird uns künstliche Intelligenz zum Glück verführen oder zwingen, ja. Und gepaart mit der Bargeldabschaffung wird das eine komplette Kontrolle sein. Ich würde euch allen vorschlagen, aus dem ganzen Ding hier auszusteigen, denn es funktioniert ja mit uns. Demokratie funktioniert mit uns und ich habe ja auch immer, ich mache es heute leider etwas kürzer, weil ich, wie gesagt, mein Mann nach Hause gekommen ist und weil ich noch zur Post muss und noch ein paar Dinge zu erledigen habe und ich auch kein Geld verdiene wie andere Blogger oder so. Wahrscheinlich liegt es daran, wenn ich Geld, vielleicht sollte ich mal Geld wollen, dann gucken vielleicht mehr Leute, weil die Geld haben, die guckt man gerne, oder? Nicht wahr? Auf die steht man doch da draußen. Alle, die erfolgreich sind in diesem System. Boah, ich habe ja, ne, man kriegt dann auch auf Facebook so komische, ich sag ja, sie penetrieren dein Gehirn. Dann kommt so eine komische Werbung rein von Germany's Next Topmodel. Mein Gott, da habe ich, glaube ich, schon 1000 Jahre nicht reingeschaut. Und ich scroll dann und hatte meinen Ton an und dann fängt das da so an. Und dann sehe ich nur so eine Szene, wie sie irgendeiner Kandidatin da, Modelkandidatin, die wollen ja die Mode präsentieren für reiche
Für Laufstege, wo reiche Leute ihre Klamotten kaufen, bei der High Society für Zehntausende von Euro, Tausende von Euro. Da wollen die gerne laufen mit den Kleidungen. Okay, es ist super. Dieses Model-Ding hat dann irgendwann mal angefangen mit der Industrialisierung und die wollen halt dabei sein. Und diese, ach, wie heißt sie noch? Heidi Klum. Und die Heidi Klum hat in dem Moment einer jungen Frau mit langen, blonden, wunderschönen Haaren, hat die einfach den Schwanz genommen, also den Haarschwanz, und hat den abgeschnitten und hat das Haar so auf den Boden geworfen und hat dann noch irgendwie dann gesagt, ja, das war dann so, ich habe dann weitergeguckt, weil ich total schockiert war, wie die sich einfach an den Haaren dieser Frau vergriffen hat. Und war total, auch in dem Moment total hypnotisiert und dachte, boah, was geht denn hier ab? Das war wohl, alle Models sollten zum Friseur gehen. Ja? Und dann hatte sie noch gesagt, ja, also wenn man erfolgreich sein will, dann sollte man schon auch tun, was andere von einem wollen. Hey! Hey! Liebe junge Mädels, liebe schöne junge Mädels, ihr müsst überhaupt nicht tun, was ein anderer sagt. Ja, und eure Schönheit wird jetzt auch nicht besser, nur weil es ein anderer sagt, dass ihr besser aussieht, wenn man eure langen Haare, und ich weiß das, ich habe auch sehr lange Haare, wenn man die nach 10, 15 Jahren abschneidet. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das? Unterordnen? Ich habe ja auch dann drunter geschrieben, aber ich meine, ich gucke mir, ich bin ja da nicht abonniert oder sowas. Das kam als Werbung. Als Werbung. Das sollen wir alle angucken, wie sie die Leute verunstalten, wie sie ihn sozusagen, ja, ich meine, sie muss sowieso aufpassen. Ne? Die Heidi Klum ist da mittendrin in diesem Epstein-Geflecht, ne? Mit Kinder, Prostitution und Pädophilie und junge Frauen irgendwie in diese Szene reinbringen, mit Drogen und mit allem und Drohungen auch. Ne? Also. Und dann gehen die mit den Leuten da um, mit diesen jungen Mädchen, um, als ob sie zu machen haben, was die sagen. Ich meine, das geht mir sowieso auf die Nerven, auch in den ganzen komischen Shows, die es hier da gab oder immer noch gibt. Was weiß ich, hier Superstar oder Deutsch, wie heißt es, Voice of Germany oder wie die alle heißen. Ey, die urteilen über Quatsch. Und als Sänger musst du Sport machen und fit sein und gut aussehen. Musst du gar nicht, ja. Eine 200 Kilo schwere Mama aus Amerika singt perfekt. Die macht gar keinen Sport, okay? Die singt perfekt. Das Musik hat doch nichts mit Sport zu tun, ja. Vielleicht mit dem Training der Stimme. Aber der Rest ist alles, was sie aus einem machen wollen. Also diese ganze Illusion, die kann ich einfach nicht mehr ertragen, weil ich denke, wow. Zu was zwingen die diese Mädels? Ne? Ja, die Horrorshow, die Marion, alles Horrorshow, absolute Horrorshow. Ja, diese Indoktrination, du musst dich unter, und sie sagt es auch noch. Ja, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man schon auch mal tun, was die anderen sagen. Ach ja, ach ja, ach ja, genau, sonst wird man nicht genommen, wenn man kein Püppchen ist, mit dem man hin und her wackeln kann, wie man will. Die haben die Zigeuner damals auch auf öffentlicher Straße geschoren und misshandelt. Ja, das machen sie heute im Fernsehen, weil es Spaß macht, weil wir, ich habe es schon gesagt, also diese blöden Worte wie Faschismus und bla bla blub. Es ist eine Gewaltherrschaft, die gewachsen ist, die angewachsen ist. Vergesst doch mal Hitler und Mussolini und Stalin und von mir aus auch den Franzosen Napoleon. Wir leben hier in der Hochzeit der Gewaltherrschaft. Menschenskinder, wie oft soll man das noch sagen? Sobald ihr nicht mehr im Takt lauft, geht doch mal zu Hartz IV, hört doch mal auf zu arbeiten, geht zu Hartz IV, dann werdet ihr sehen, wie die Würde des Menschen angegriffen wird. Und solange ihr euch unterordnet, denkt man, hat eine Freiheit, aber man hat im Grunde nur das Geld. Eine große Freiheit hat man nicht. Ja, und solange wir in einer Gelddiktatur leben, wird es auch so bleiben. Immer schön im Kopf behalten, wo wir sind. Und auch diejenigen, die da immer sagen, ja, aber die Verträge sind so und so und so und so und das, wir sind doch kein Deutschland, es gibt nur Deutschland GmbH, könnt ihr machen. Nutzt aber nichts. Es nutzt nichts. Die Gewaltherrschaft ist da und sie hat die Macht.
Also dieser Artikel von Feuilleton ist sehr, sehr interessant. In welcher Dystopie leben wir denn nun? Die meisten Gebildeten haben George Orwell 1984 und Aldous Huxleys Schöne neue Welt gelesen. Der Einfluss dieser Bücher ist so groß, dass wir dazu neigen, alle verunsichernden neuen Erscheinungen entweder als Orwellsche oder als Huxleysche Phänomene zu sehen. Ja, und also das Ganze würde ich schon mal lesen an eurer Stelle, steht in der NZZ der Schweiz, Feuilleton. Und da geht er halt darauf ein, dass das, was wir hier machen, also um weites Längen schlimmer ist als diese Vorstellung von Orwell oder Huxley. Ja, was haben wir noch? Das würde ich auf jeden Fall mal an eurer Stelle mit der künstlichen Intelligenz und was das mit uns verursachen würde, sage ich mal, weil ich denke, dass wir da doch alle mal ein bisschen schlauer sein sollten und die Dinge noch ein bisschen ändern können. Hoffe ich zumindest, oder ich habe ein gutes Gefühl. Also ich hab euch gesagt, ich werde meine ganzen Geräte, wenn es soweit ist, wegschmeißen. Alles komplett. Und auch ablehnen. Da müssen sie schon ein Gesetz machen, dass man ein Handy gesetzlich bei sich tragen muss, wie den Personalausweis, der uns eh nicht gehört. Aber bis dahin haben wir ja noch Zeit. Dann, ja, was gibt's noch? Ja, die. Das Fernsehen ist sowieso eine Illusion und eine Show. Eine ständige 24-Stunden-Show. Und bei Phoenix wird halt dann, wenn sie aus dem Bundestag aus filmen und berichten, sind doch immer so Bauchbinden, nennt man das, den Namen desjenigen und die Partei, die Zugehörigkeit, ja. Und Phoenix lässt einfach das aus, die Bauchbinden einzublenden, wenn AfDler sprechen. Kann man sagen, wurde vergessen, kann man aber auch sagen, dass man das natürlich dann auch manipulieren kann, den Menschen, der da zuschaut, manipulieren kann. Ja, ansonsten haben die halt in Griechenland jetzt ja auch herausgefunden, dass es sehr viel Menschenhandel gibt. Ein Baby kostet 25.000 Euro. Europol zerschlägt Bande, die mit Säuglingen und Eizellen handelte. Diese Perversion, also alles, womit man Geld verdienen kann, wird getan. Ich sage ja, Geld sollte man nochmal überdenken. Ich brauche kein Geld mehr in der Zukunft. Dann gehen die jetzt langsam pleite. Hier Thomas Cook ist pleite, überall die ganzen Leute. Ich habe Bilder gesehen von der Türkei. Da wollten die Leute nicht gehen lassen, weil sie Angst hätten, auf den Schulden zu bleiben. Ne? Aber gut, die sind doch versichert. Die haben doch Versicherungen, oder? Dann hat die Deutsche Bank Probleme, weil sie tiefe anscheinend in dem Cum-Ex und Cum-Cum-Ex-Geschäften oder dem Skandal verwickelt sind. Ach, hätte man das bloß gewusst, sowas? Nein, die Banken haben doch mit Geld nichts zu tun. Scherz am Rande. Ne? Scherz am Rande, natürlich sind die Banken verantwortlich. Ja, also dann habe ich noch den Trump auch von der UN-Rede auch noch gepostet, müsste man mal angucken. Ich bin nämlich im Moment auch nicht für die Globalisierung. Ich war noch nie für die Globalisierung der Wirtschaft und der Finanzen, aber ich hätte auch gern eine Welt ohne Grenzen. Ha, aber nicht unter diesen Umständen. Also bleiben wir mal lieber. Auch die Kultur ist doch wichtig. Wir lieben doch Kultur der anderen. Wir lieben das Essen. Wir lieben die Musik der anderen. Sollte schon bleiben. Dieser Einheitsbrei geht mir auf die Nerven, weil das ist nicht so. Jede Region sollte schon das behalten, sonst verlieren wir ja unsere Wurzeln. Komplett. Es kommen immer wieder mehr Artikel, auch auf den öffentlich-rechtlichen oder diesen Massenmedien, dass es ja merkwürdigerweise nie zur richtigen Entnazifizierung kam. Bravo, ihr wacht auf, 70 Jahre später, schön, es kam nie wirklich ja, Entnazifizierung, lassen wir es dabei mit dem Wort. Es kam nicht dazu. Und jetzt sind wir halt hier, wo wir sind, weil diese Strukturen erschaffen wurden.
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und so ist es. Ja, Boston Dynamics macht jetzt, also nicht jetzt, sie macht schon lange Computer, Roboter, aber sie können jetzt seit letzter Woche Gymnastik machen. Sie können Gymnastik machen und sich auf den Boden legen und wieder aufstehen. Das heißt, dass in der Zukunft, wenn wir dann also so Polizeiroboter haben und du wegrennen willst, hast du gar keine Chance, ne? Oder den angreifen willst, der geht zur Seite, der ist viel schneller als du und koordinierter als du, dem tut auch nichts weh und diese Polizei, Roboter in der Zukunft, ja, die kann man dann meistens nicht bekämpfen, weil sie dann zuerst schießen oder so. Also, ich stelle mir so eine KI-Zukunft ganz schrecklich vor und ich hoffe, dass alle da auch kapieren, um was es geht. Dann gibt es einen Fonds für Klimaschutz, ungewöhnliche Allianz zwischen BlackRock, Deutschland und Frankreich. Ha, wer hätte das gedacht? Auch interessant ist auf dem Handelsblatt, könnt ihr alles lesen, wenn ihr in meinen Kanal geht, Nachrichtenkanal auf Telegram, einfach @PaulaPiquet eingeben und dann zurückcrawlen von dieser Woche. Ganz interessante Artikel. Ich tue eigentlich immer nur interessante Artikel rein, die euch auch vielleicht interessieren könnten, die man nicht so überall sieht. Manchmal sieht man die auch. Also in Australien führt die Sozialhilfeempfänger einen digitalen Gängelband. Sie kriegen nur noch digitales Geld, kein Bargeld mehr. Australien ist ein westliches Land. Wir kommen auch bald dran, wenn wir nichts tun. Dann hat man herausgefunden, dass Tanzen das Altern sozusagen rückgängig machen kann. Also geht öfter mal tanzen. Ich gehe ja auch gern tanzen. Warum nicht? Ja. Ach, und dann die NASA hat zugegeben, dass es um diese Sonnenwende geht und die sehr viel an unserem Klima verändern. Aber darüber redet natürlich keiner, außer denen, die sich mehr damit befassen. Also die Sonnenwinde haben auch sehr viel mit unserem Klima zu tun, interessiert die meisten nicht. Und wenn die Inuit, also die Eskimos, uns warnen und sagen, hey, das Klima hat was mit der Verschiebung der Pole, Polkappen zu tun, dann denkt man, na, das sind keine Zivilisierten, die können das nicht wissen. Nur unsere Wissenschaftler, die bezahlt wurden. Ja. Dann lege ich euch auch natürlich die News 23 Artikel nahe, die ich einspreche oder berichte. Ja, da redet man über einen großen Crash. Alle sind sich einig, dass der Crash kommen wird. Also das liegt bei 100%. Aber wann wissen sie noch nicht. Und dann gibt es noch eine Nachricht hier aus dem Verteidigungsministerium. Von der Leyen, das lässt sie dann hinter sich irgendwie, die geht zur EU. Da steht übersetzt, also Überschrift von NTV, Geld verbrannt, das einem schummrig wird. Also es geht um diese Beraterskandale beim Verteidigungsministerium und dass man dort ganz schön die Klappe hält, damit das nicht weiterkommen kommt, ne? Ach so, die Bundeswehr will jetzt in die Schulen und, also nee, falsch, die Deutsche Union hier, CDU in Bayern, Junge Union, die sagt, unsere Bundeswehr gehört an unsere Schulen. Ja, also da wurde mir gleich schlecht, ne? Gut, egal. Was gehört dahin? Die wollen Soldaten aus uns machen und dann noch auch künstliche Intelligenz in uns hinein operieren. Da habe ich auch einen Schand, aber ich weiß nicht, ob ich das gepostet habe. Ich habe da was ganz Schreckliches gehört. Also, dass sie wirklich die Polizisten und die Soldaten wirklich also verknüpfen wollen mit künstlicher Intelligenz. Das ist hochdramatisch und ihr müsst euch ein bisschen beeilen, aus diesem System auszusteigen, bevor sie euch alle haben. Ne? Dann will man in Baden-Württemberg 11.600 Lehrerstellen streichen. Bravo, der grüne Kretschmann weiß, was man braucht. Also Lehrer anscheinend nicht. Wollen die so nicht bezahlen oder so. Und dann gibt es auch von Global Research einen guten Artikel, Climate and the Money Trail. Also was hat Klima mit dem Geld zu tun? Ganz interessant. Mit der Geldszene. So, dann wurde der Ex-Danske Bank-Chef tot aufgefunden. Der Chef von der dänischen Bank. Auch sehr interessant, sollte man mal mehr
lesen darüber. Ich habe darüber leider jetzt nicht mehr gelesen. Ich habe ein bisschen gelesen, aber das reicht noch nicht, um euch da mehr aufzuklären. Es wird bei der Deutschen Bank auf jeden Fall ermittelt wegen Geldwäscheskandal mit Cum-Ex, habe ich ja gesagt. Aber was haben denn Banken mit Geld zu tun? Wieder ein Scherz. Der gleiche, nochmal. Ja, hier. Weltgrößter Geldwäscheskandal reicht bis nach Brandenburg. Geldwäscheskandal erschüttert Dänemark und Estland. Deswegen der von der Dänischen Bank ist tot aufgefunden worden. Also nur so viel. Ich habe noch nicht recherchiert. Aber ich habe ein paar Artikel rein, da kann man noch mehr rein. Und dann habe ich ja den Herrn Maas auch noch gemacht. Aber den Herrn Maas muss man sich nicht unbedingt anhören. Der ist echt, der ist wirklich. Der will einfach, dass wir von der EU einfach, dass wir nichts mehr zu sagen haben. Die Deutschen sowieso nicht. Dann wurden leider wieder auch hier KlarTV wurde die zweite, er ist auch ein alternativer Sender, wurde das zweite Mal ein Video gelöscht. Beim dritten Mal wird der Kanal gelöscht. Also es wird immer enger, es wird immer enger. Auch bei der Claudia Zimmermann, ja, die früher beim ZDF war und Journalistin, also Diplomjournalistin ist, da wurde jetzt auch schon ein, zweimal ein Video gesperrt. Also beim dritten Mal wird der Kanal gelöscht. Und das machen sie jetzt systematisch mit systematischen Algorithmen. Tong, 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 tong. Gegen die künstliche Intelligenz werden wir gar keine Chance haben. Es sei denn, wir sind noch ein bisschen intelligenter, denn die künstliche Intelligenz wird ja programmiert von uns. Dass sie sich dann selbst entwickelt, halte ich für möglich, ja, aber Gefühle und Empathie wird es nie erschaffen können und Liebe schon gar nicht. Deswegen haben wir da noch eine Chance, ne? Und übrigens, ja, man sagt ja hier, der Obama hätte so viele Bomben geworfen in seiner Zeit, aber alle 12 Minuten wird eine US-Bombe, fällt eine US-Bombe. Okay? Das ist von 2018. Da war also schon der Trump dabei. Alle 12 Minuten fällt eine Bombe. Okay? Dann bei Business Insiders, ja, also die Indoktrinierung wird immer größer. Immer mehr Jugendliche schwören sich, keine Kinder zu bekommen, solange Regierungen bla 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 machen. Denen ist immer noch nicht klar, dass es nicht die Regierungen sind, sondern die Technokratisierung, Technologisierung. Dann verschwinden in China die Milliardäre, die irgendwie blöd Scheiße gebaut haben mit dem Finanzamt. Bei denen verschwinden sie halt, aber es sind auch viele im Gefängnis in China. Dann interessant auch der Bruder von Corbyn, müsste man mal angucken, sehr interessant. Wetterforscher entlarvt Klima- und Energiewende Schwindel. Das ist der Bruder, der ist Astrophysiker und Meteorologe, der Piers Corbyn. Der sagt, die ganze Klimageschichte ist völlig erfunden. Okay? Kann man sich angucken. Ist auf Englisch. Aber ich glaube mit Untertitel. Dann geht es um unseren Bundespräsident Steinmeier, der hat wohl Geldgeschenke von Waffenhändlern bekommen. Würde ich auch an eurer Stelle mal anschauen. Ja, ich denke, das war's erstmal. Und ich kümmere mich jetzt mal um meinen Mann und um mein Leben. Ich gehe mal zur Post und ein bisschen einkaufen. Und wie gesagt, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Guckt. Nur, dass ihr die Punkte verbinden könnt, dass ihr die Zusammenhänge versteht und dass ihr euch rauszieht, so schnell wie möglich rauszieht und diesem ganzen System also den Saft wegnehmt. Was anderes ist nicht möglich. Wir können uns hier streiten und debattieren und reden und hier weiterhin Nachrichten verbreiten. Wichtig ist, dass wir wirklich da raussteigen. Wenn jeder muss das mit sich selber ausmachen. Ich habe nichts dagegen, weil ich bin kein Diktator. Ich habe auch gar keine Diktatorenmentalität, wie der Herr Maas zum Beispiel. Aber wichtig ist, dass ihr erkennt, wo ihr noch drin seid. Wo ihr dieses Spiel noch mitschreibt. Also das muss jeder, ich bin ja auch da drin. Wir sind alle da drin. Keine Sorge, ja. Aber wichtig ist es zu erkennen, weil jeder hat ja einen anderen Stand. Ja, ich bin ja auch noch nicht irgendwo an, was weiß ich. Also ich bin ja auch in einer Art Wachstum
des Erkennens, ja, also ich bin in der Wachstumsphase und die ist man ja sein Leben lang und man ist immer auf verschiedenen Levels, wir alle, deswegen keinem einen Vorteil, keinem einen Vorwand machen und sagen, hier, du fährst ja noch Auto und du isst ja noch Fleisch und du machst, natürlich, es hat, ich meine, Leute, die Massentierhaltung wurde von der EU gewünscht. Vorher war das nicht so. Und da hat sich auch keiner beklagt. Ja, da wurden die Tiere auch teilweise, auch damals schon schlecht behandelt. Aber die meisten, die da selbst noch Schweine hatten und Kühe und so weiter und Enten und Gänse und alles, die haben sie gut behandelt und auch gut ernährt. Also es ist alles eine Illusion und seid nicht zu hart zu euch selber, sondern versteht die Zusammenhänge und tut, was ihr könnt, dass ihr da rauszieht, dass ihr nicht mehr konsumiert und das sage ich jedes Mal, damit ihr das versteht und auch die Arbeit, die ihr tätigt, das ist eine, die Arbeit, die ihr tätigt, ihr müsst da hinkommen, mit Bus oder Bahn, ihr braucht Geld, ihr müsst dort was essen. Das ist alles, das ganze System ist so aufgebaut, dass man ständig Geld ausgibt, obwohl man Geld verdienen will. Also genau darum geht es. Immer dieser Kreislauf. Arbeiten, Geld machen, Geld ausgeben, arbeiten, Geld ausgeben, arbeiten und so. Da müsst ihr raus aus diesem Hamsterrad. Und wenn ihr das schafft und dann selber aus euch selber heraus was machen könnt, vor allem geht dann nur in Berufe rein oder in Läden rein, die ihr selber vertreten könnt und wo ihr sagt, hier bin ich richtig und hier kann ich auch einfach offen meine Meinung sagen. Da müsst ihr hin. Geht da raus, habt keine Angst und das wird sich dann verbreiten. Das wird sich verbreiten. Wie gesagt, sagt den Leuten, dass ihr bar bezahlt werden wollt. Ab jetzt immer bar bezahlt werden. Sagt es ihnen einfach. Selbst wenn sie ablehnen. Dass sie es im Kopf haben. Hey, ich würde gerne bar bezahlt werden, weil ich den Banken nicht mehr traue. Ist doch kein Problem, oder? Ich traue den Banken nicht mehr und ich habe kein Bankkonto. Ich lehne es ab. Was ist das Problem dabei? Ich habe kein Handy, ich habe kein Smartphone. Was ist das Problem? Hast du Angst, nicht akzeptiert zu werden? Keine Angst. Ja, keine Angst. Okay, also ich gehe jetzt raus. Susi, du kannst mir schreiben, aber ich werde dann später antworten, ja? Alles Gute, bleibt gesund und bleibt in eurem Frieden. Lasst euch von niemandem euren Frieden zerstören. Okay, das seid immer nur ihr selber, die das zulasst. Also, ganz ruhig. Wenn ein Präsident Johnson erkennt, was die künstliche Intelligenz gepaart mit 5G für uns bede zu bedeuten hat, dann sehe ich schon mal positive kleine Bewegungen. Also, bleibt dran und klärt die Fridays for Future auf über das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem, das Tötungssystem, also Kriegssystem vor allem, damit die das wissen. Und das Schulsystem, wo sie drin sind, dass sie gezwungen werden, ne? Das wissen sie wahrscheinlich nicht. Manche wissen es schon. Also, ciao.